Hallo zusammen. Ja, wie im letzten Video bereits erwähnt, besuche ich jetzt den Windpark Neuenbrook bzw. Grevenkoop. Es sind mehrere Windparks, die so ineinander übergehen. Ja, und hier vor mir stehen süße kleine Windworld W5200. Ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich die mal live sehe. Leider noch nie in echt gesehen. Richtig putzig sind die. Und die verschwinden halt leider auch immer mehr und werden repowered. Ja, dann stehen hier nochmal jede Menge Senvion 3.2 M114. Die stehen hier in der Region echt wie Sand am Meer. Ja, aber der Hauptgrund, warum ich hier bin, hier im Windpark wurde auch eine neue Wensis-Anlage errichtet. Die Wensis 115. Müsste auch so eine der ersten in Deutschland sein. Und die steht hier. Sehr cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann stehen hier noch Vestas V66. Die alten Dinger. Hier im Hintergrund auch nochmal ein richtig fetter Vestas 412 Park. Ja, und dann ein weiteres Highlight hier, es stehen nochmal Wensis 77. Und eine Anlage hat auch wieder so einen Butzkies-Turm. Und das ist, glaube ich, der Prototyp dieses Turms. Stehen hier insgesamt drei Wensis 77. Also richtig spannender Windpark mit ganz vielen verschiedenen Anlagen. Und freue mich jetzt auf jeden Fall drauf, mir das alles mal aus der Nähe anzuschauen. Und ganz besonders natürlich die Wensis 115. Ja, auf dieser Seite hier stehen auch nochmal jede Menge Senvion-Anlagen. 3.2 M114. Sehr, sehr häufige Anlage hier. 92 Meter Nabenhöhe müssen die haben. Ja, Süddeutschland sieht man sie halt immer so auf 128, 140 Meter, aber schon cool mit dem kleinen Turm. Da steht es nochmal 3.4M sogar. Kenne ich jetzt noch gar nicht, bisher nur die 3.2M. Auch cool. Sieben Stück stehen hier. Ja, und im Hintergrund sieht man dann auch noch mal die Wensis 100, wo ich gerade eben war. Auch echt wieder richtig stürmisch heute. Aber ja, zum Glück habe ich mir vorher extra noch mal ein Puschelmikrofon gekauft. So, da ist sie, die neue Wensis 115, 4.1 Megawatt. Brandneu, steht noch nicht lange, vielleicht ein paar Wochen. Auf Insta hatte ich ein Bild gesehen. Ja, und das müsste jetzt so eine der ersten hier in Deutschland sein. Nabenhöhe sind, glaube ich, 92,5 Meter. Müsste exakt die gleiche Anlage sein wie der Prototyp in Wieringer Meer. Den habe ich ja mal besucht, letzten Sommer. Und die Wensis 126, der Prototyp, steht auch da. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, müsste eine identische Anlage sein. Quasi das Pendant zur E115 EP3. Also auch eine Starkwindanlage, auch glaube ich Taifun geeignet. Mit 4,1 Megawatt. Optisch sieht es ein bisschen anders aus wie die 100er, 112er, 120er. Eher wie Goldwind mit dem Maschinenhaus. Bisschen rundlicher und die Narbe ist auch ein bisschen anders. Sieht aber trotzdem schick aus. Ja, die einzige Anlage hier jetzt mit roter Gondel. Ja, in Wieringer Meer war es ja witzig. Da hatten sie auch Rotorblätter mit roter Markierung geliefert und dann mussten sie es später nochmal überpinseln. Da ist wohl ein kleines Malheur passiert.
Ja, schönes Ding. Gefällt mir sehr gut. Ja, hier stehen die alten Kisten, die EV66. Das sieht man auch noch kaum. Ich glaube, davon wurde auch eine abgebaut für die Wensis 115. Ja, und hier hinten stehen dann die anderen Wensis-Anlagen. Dreimal Wensis 77, zwei auf Stahlturm und eine dann auch wieder auf diesem Butzkiez-Turm. Will ich mir auf jeden Fall auch gleich nochmal anschauen. Sehr, sehr cool, dass hier so viele Wensis-Anlagen in der Region stehen. Und es war jetzt echt purer Zufall. Ich habe einfach bei Wikipedia geschaut, was hier noch so für Anlagen rumstehen in der Region. Weil ich vom Zug aus immer gerne gucke, was steht hier so rum. Und dann habe ich gesehen, dass hier die Wensis 115 steht und dachte, die will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und auch echt Glück mit dem Wetter. Ja, haben echt alle Anlagen dann jetzt so eine ähnliche Nabenhöhe. Alle so 92 Meter, die Senvion 3.2, 3.4 M ja auch. Aber es ist halt schön, mal was anderes zu sehen. Senvion steht halt hier rum wie Sand am Meer. Aber jetzt mal eine Wensis 115. Was Exotisches ist halt schon mal cooler. Können sie wegen mir auch die anderen Vestas V66 noch abreißen und noch so ein paar coole Wensis hier hinstellen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, von hier aus hat man jetzt einen sehr schönen Blick auf die anderen Wensis-Anlagen hier im Park. Die Wensis 77, 1,5 Megawatt. Nabenhöhe müssten so 60, 62 Meter sein ungefähr. Ja, zwei Stück haben einen normalen Stahlturm. Und die dritte hat auch wieder so einen Butzkiez-Turm. Und das müsste der Prototyp dieses Turms sein. Ist nicht ganz so hoch wie bei den Wensis 100, aber ja, man muss ja halt auch erstmal ausprobieren, ob das überhaupt hält. Richtig cool. Ja, die Wensis 77 finde ich ja auch echt ulkig. Mit ihrer Pinocchio-Narbe und dem Mini-Maschinenhaus. Sieht schon cool aus. Die müssen jetzt 1,5 MW haben. Wensis 62 gibt es auch noch mit 1,3 MW. Aber die hier müssen 1,5 MW haben. Wensis 82 gibt es auch noch. Ja, werde ich mich auf jeden Fall gleich mal drunter stellen. Hier nochmal ein Blick auf die V66. Die alten Kisten. Schon echt extrem krass, wie sich Vestas so die letzten 20 Jahre weiterentwickelt hat. Mittlerweile V172, schon echt krass. Auch so eine ganz spitze Narbe. Ja, und da im Hintergrund ist halt auch nochmal so ein riesiger Vestas Park. V112 müssen es sein, 16 Stück insgesamt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Windpark ist. Sieht auch echt verdammt hoch aus. Die haben, glaube ich, nur 140 Meter Nabenhöhe, aber die sehen echt verdammt hoch aus. Richtig cool. Die kleinen Dinger. Ja, mal gespannt, ob die noch eine Weile laufen hier oder ob die auch demnächst repowered werden. Klar wäre cool, wenn sie noch stehen bleiben ein bisschen, aber wäre natürlich auch geil, wenn dafür halt dann nochmal Wensis hinkämen. Da sieht man jetzt nochmal die Wensis von vorne. Ja, mal gespannt. Also wie gesagt, also ich glaube, die Wensis 115 hat auch eine V66 ersetzt.
Ja, ich werde mich jetzt mal aufmachen zu den Vensis 77 hier, weil ich mir die nämlich auch gerne mal noch aus der Nähe anschauen würde. So, hier ist sie jetzt, die Vensis 77 auf dem Butzkis Gitterturm. Sieht schon richtig fett aus. Auch wenn es jetzt nur 77 Meter Rotordurchmesser sind, auf diesem Miniturm sieht das richtig krass aus. Echt zum Greifen nah. Der müsste 62 Meter Nabenhöhe haben. Habe ich irgendwo mal gelesen. Sieht richtig cool aus, wenn die Blätter so tief runterkommen. Sehr, sehr cool. Ja, hier unten ist auch alles abgesperrt, dass man nicht hochklettert. Wäre wahrscheinlich ein leichtes, da hochzuklettern. Ja, und das ist wohl der Prototyp dieses Turms von dieser Firma, Butzkis Stahlbau aus Krempe. Hat man sich erstmal an diesem Turm hier versucht und dann die Türme für die Vensis 100 gebaut. Ach, gefällt mir richtig gut. Und ich feiere das Wetter so sehr. Richtig nice. Echt witzig mit dieser Pinocchio-Narbe. Sieht man gar nicht so häufig in Deutschland. Ich glaube jetzt so in Nordamerika, Asien ist diese kleinere Anlage viel häufiger gefragt als jetzt hier. Hier baut man halt nur das Größte vom Größten. Aber es gibt auch Märkte, wo sowas Attraktives, so 1,5 MW Anlagen. Die Zeiten sind in Deutschland vorbei. Dann nochmal die Vestas. Andere Vensis müsste ungefähr die gleiche Nabenhöhe haben, auch so ja, 60 Meter, 61, 62. Da die Vensis 115. Boah, ist auch echt verdammt laut, dieses Teil, ey. Jetzt gibt's noch mal richtig Gas. Richtig cool. Und da hinten ist die dritte Vensis dann. Vensis 77. Weiß ich jetzt gar nicht, auf was für einem Turm. Ich glaube, auf 100 Meter gibt es hier auch noch. Aber die 100 Meter braucht man hier ja nicht. Okay, irgendwas schleift jetzt hier. Hört sich komisch an. Naja, ich werde jetzt mal mit der Drohne hochgehen und mir das mal von oben anschauen. So, jetzt stehe ich hier nochmal auf der anderen Seite. In der Nähe von der Vensis mit dem normalen Turm. Und hier hat man echt nochmal eine richtig tolle Übersicht über den gesamten Park. Und diese Masse an Windrädern. Schon echt krass. Mal die andere Vensis mit Gitterturm. Da hinten ist jetzt die Vensis 115. Ach, die würde ich auch echt gern mal laufen sehen. Ein Wieringer Meer habe ich ja schon mal laufen sehen. Schon auch recht geil aus mit dem kleinen Turm. Mal die ganzen Senvion. Und da hinten dann die ganzen kleinen Windworld. Die sind auch echt putzig, ey. Also ich hoffe, dass sie hier noch ein bisschen stehen bleiben. Schon echt ein geiler Windpark. Also sehr, sehr divers. Also sehr viele unterschiedliche Anlagentypen, Generationen. Ist immer spannend. Und da hinten sind nochmal die Vensis 100. In dem Windpark, wo ich vorhin war. Ja, dann soll es das hier gewesen sein aus dem Windpark Neuenbrook. Ich war jetzt noch ein Stück weiter, habe ich nämlich noch einen anderen Windpark entdeckt, den ich spannend finde.
ist der Windpark hier hinten. Süderau heißt der. Und da stehen nämlich auch E115 EP3. Die ich so leider auch noch gar nicht kenne. Und die will ich unbedingt mal live sehen. Das heißt, da fahre ich dann als nächstes hin. Ja, im Anschluss wieder ein paar Drohnenaufnahmen. Sind auch echt schön geworden bei dem Wetter. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Wensis 115 findet. Mir gefällt sie sehr gut. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Bis dahin, halt die Ohren steif und bis bald.